Herzlich willkommen zurück zu unserem Blood Cryptic Passage Blind LP in der Last Monarchy. Und da kommen die Jungs schon wieder. Wird Zeit, dass Köpfe rollen. Patsch! Fast hätten wir da getroffen. Naja. Gut. Statue offenbart uns kein Secret. Ich habe ja übrigens in der letzten Folge erzählt, Holy Order of Carpathia, habe ich erzählt, dass die Sprache der Okkultisten aus echten Sprachen zusammengesetzt wurde. Ich habe mich nochmal genau informiert. Es handelt sich hierbei um Latein und Sanskrit. Also, könnt auch mal in YouTube googeln. Da gibt es ein Video mit allen Übersetzungen. Ist ganz witzig. So. Hey, Baby. Wo seid ihr? So. Wow, wow, wow. Das waren noch gar nicht alle. Aber jetzt hoffe ich doch. Ein Medkit. Aber der steht da so offen. Ich habe Angst, wenn ich auf den zustürme, dass die Hölle los ist. Hoppala. So, hier braucht man einen Key. Hier braucht man einen Key. Das heißt, wir können eigentlich fast nur hier lang. Oh Mann. Wieso habe ich gerade so ein ungutes Gefühl? Okay. Vielleicht ist mal Zeit für ein Quicksave. Ja, der junge Mann hat den Kopf verloren. Noch ein Medkit. Das deutet auf nichts Gutes, wenn da zwei Medkits hintereinander kommen. Im letzten Level haben wir fast gar keinen bekommen. Okay, welchen Weg gehen wir? Wow, Freunde. Brenn doch, Johnny. Danke. So, holen wir uns die Shotgun-Ammo, die können wir immer gebrauchen. Gerade der Secondary Fire Mode von der Shotgun, der verbraucht so viel Ammo. Ich schau zuerst mal hier hoch. Der Kopf hat uns irgendwie gern. Ist ja gut, Freund. Okay, die Tür ist noch verschlossen, da können wir nicht rein. Gehen wir mal den Weg. Ach Gott. Die Viecher schon wieder. Ruhe, Mausi. Gasoline. Das ist Munition für den Raketenwerfer, beziehungsweise für den Napalmwerfer, heißt er, glaube ich, hier. Ich hoffe, das war nicht wieder so ein Zeitschloss und eine Voodoo-Puppe. Ich glaube, es war ein Zeitschloss. Okay, müssen wir mal schauen, was da aktiviert wird. Wahrscheinlich die andere Tür, die verschlossen war. Wow, wow. Mal gucken, ob wir da rechtzeitig hinkommen. Jetzt sind die Gegner aus dem Weg geschafft. Ich glaube, da müssen wir schnell agieren. Und nicht so wie ich. Und überall hängen bleiben. Yep, war die Tür auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier schon mal den Moon Key. Sehr schön. Soll ich hier runterspringen? Ja, aber ich nehme mal die Tommy Gun. Okay, von hier sind wir gekommen. Moon Key Türe ist hier. Okay. Oh, sorry Jungs. Das war nicht geplant. Das war der Reflex. Oh, ein blatthassig offenes Feld. Da hinten stehen die Jungs. Haben sie uns schon gesehen.
wusste, dass der nochmal aufsteht. Aber Dynamit muss ich erst wieder üben. Gut. Können wir hier rein? Ne. Sah aus wie schicke Türen. Herzen lassen wir mal liegen, die können wir später noch gebrauchen. Denke ich mal. Oh, nee, nee, nee. Und einen grauen Mönch habe ich auch gesehen. Okay, erstmal weg. Ah, Moment, es juckt. Sorry, aber jetzt geht's weiter. Graumann habe ich, wie gesagt, gesehen. Ach nee, es war nur eine Statue. Okay. Holy Order of Carpathia, wieder mal. Munition für die Tesla kennen. Okay. Also entweder gibt es die Waffen hier in Secrets, die ich nicht finde, oder die kommen später erst. Noch ein Medkit. Oh! Was? Irgendjemand hat noch auf uns geschossen, oder war das Klopsi jetzt? Ne, da ist definitiv noch ein Okkultist drin, der eine Abreibung braucht. Da hinten steht er nämlich. Okay. Die heilige Kirche. Mit Opfergabe inklusive. Wir müssen mal ein bisschen wieder nach Secrets suchen. Wir haben ja schon lange nichts mehr gefunden. Aber in dem Spiel bin ich ehrlich gesagt froh, wenn ich überhaupt überlebe. Gut. It's stuck. Auch die Tür klemmt wieder. Juche. Also schnell auf die andere Seite. Und auch die mag nicht. Okay. Ist das vielleicht ein Schalter? Okay, es hat zumindest ein Geräusch gemacht. Ich probiere es nochmal. Sag mal, hängt da Duke Nukem? Okay, also irgendwas passiert da. Wenn man den Schalter aktiviert. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall eingesperrt. Wir kommen nicht mehr raus. Huh. Ah, ich verstehe. Durchs Feuer. Und den Life Leech. Eine neue Waffe und Mega Health. Okay, sehr schön. Aber, Frage, war das alles? Anscheinend. Aber es muss ja hier irgendwo auch weitergehen. Also die Tür ist definitiv zu. Was habe ich schon wieder übersehen? Wir können natürlich zum Fenster rausspringen. Frage, bringt das was? Rein in den Kamin? Geht das? Jawohl! Oh! Oh, ihr Ferkel, ihr Miesen. Mit ihrem blöden Gespucke die ganze Zeit. Haben mich jetzt auch wieder ordentlich Energie gekostet. So. Hier ein Secret vielleicht? Nee. Na toll, jetzt sind wir hier. Was bringt uns das? Ein Key gab's jetzt nicht, oder? Also ich schaue noch mal genau, bevor ich rausgehe. Also ich kann gerade nichts erkennen. Dann hauen wir hier noch mal ab. Vielleicht ist die Tür da oben jetzt offen. It's stuck. Nee. Ach Leute, ich hasse es, wenn ich in solchen Spielen hänge. Also noch mal in aller Ruhe. Hier wieder ein geheimer Schalter irgendwo vielleicht.
Nee. Hm. Das Regal birgt ja auch kein Geheimnis. Schön, schön. Okay. Jetzt kommen wieder die Verzweiflungstaten, auf alles zu schießen, was hier irgendwo im Weg ist, mit der Hoffnung, dass es trotzdem irgendwie weitergeht. Nee, also ich sehe hier partout nichts. Probieren wir es nochmal hier, die Tür ist auch zu. Schau ich nochmal kurz hier rein. Nicht, dass ich da was übersehen habe, trotzdem. Nee. So, Leute, wir sind wieder an einem Punkt angekommen, wo ich total hänge. Dann nochmal aufs Dach. Schauen, ob es vielleicht woanders weitergeht. Es kann doch so einfach sein. Jetzt wissen wir auch, warum die Tür nicht aufging. So, jetzt haben wir einen ganz akimbo. Sehr schön. Oh! Die Viecher sind grauenhaft. Diese Phantasmen. Ich glaube, da gab es auch einen Trick, wie man die bekämpft. Und die kann man auch nur angreifen, wenn sie nicht unsichtbar sind. Also in diesem halb unsichtbaren Zustand. Aber ich glaube, der Junge, der lässt uns in Ruhe, okay? Ich habe keinen Schimmer mehr, wie man die Kerle am effektivsten kalt macht. Es gab da nämlich, glaube ich, einen Trick. Oh Mann. Oh Männchen. Was passiert denn, wenn ich das Ding aufsammle? Gehen wahrscheinlich die ganzen Seitendinger hier auf. Quick Save. Ich habe jemanden lachen gehört. Meine alten Freunde, dieses Mal nicht, Jungs. Ich kann euch gerne meinen Life Leech zeigen. Der saugt nämlich den Gegnern buchstäblich die Lebensenergie raus. Habe ich im Hauptspiel... Oh, jetzt kommt der schon wieder. Habe ich im Hauptspiel ehrlich gesagt nie verwendet. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ihn erwischt. So, gut. Dann zurück zum Life Leech. So, mal schauen, ob hier was gespawnt ist inzwischen. Nee. Mir blutet ja fast das Herz, die ganze Lebensenergie und die Medkits zurückzulassen. Aber gut, wenn wir sie nicht brauchen, umso besser. Unsere lieben Zivilisten. Und jetzt können wir, glaube ich, hier rein. Ein schneller Save. Von den Fledermäusen haben wir jetzt keine Angst mehr. Da gewöhnt man sich dran. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen mit Kanonen aus Spatzen geschossen. Ich glaube, die Waffe heben wir uns für schwierigere Gegner auf. So, schwimm mit dem Strom, mein Freund. Und zwar in Frieden. So, gibt's hier noch irgendwas, bevor ich wieder weiterlaufe? Da würde ich ja zu gern mal raus. Das sieht echt fesch aus. Und ich glaube, da können wir auch rauf, kann das sein? Nee, glaub nicht. Vielleicht kommen wir auf dem Wege dorthin. Oh ja. Ich habe vielleicht gemerkt, wenn kein Gegner im Sichtfeld ist und Caleb sticht auf die Voodoo-Puppe ein, dann verliere er selbst Energie. Zwar nur einen Energiepunkt, aber trotzdem. Ich frage mich, ob ich da unten mal rein soll. Schauen wir erstmal hier runter. Vielleicht kommen wir da zum Fluss. Geile Soundkulisse. Muss man den Jungs lassen. Ohohoho. Ja, brennt, meine Freunde, brennt.
Schön. So. Da kommt der Fluss raus, ne? Jetzt würde ich aber gerne trotzdem mal was probieren. Gespeichert haben wir ja. Da hinten liegt noch ein Goodie. So, gehen wir den Weg mal nochmal schnell zurück. Und springen hier mal rein. Okay. Hier gibt es bestimmt irgendwo ein Secret oder so. Ah, Energie. Sehr schön. Sammeln mal auf, Caleb. Den Fisch lasse ich jetzt mal Fisch sein hier. Oh oh. Okay. Da ist wohl ein guter Freund begraben. Wir werden nie herausfinden, wer. Auf jeden Fall hat er uns ein ganzer Kimbo hinterlassen. Frage, wo geht's jetzt weiter? Wahrscheinlich hier. Oder wir kommen von hier. Sind wir gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen. Okay. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was haben wir denn eigentlich noch für Waffen im Petto? Dynamit. Ach komm, nochmal eine Runde Live-Leash, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall effektiv. Da treibt ein Kreuz. Okay, da geht es auch weiter. Aber bevor ich da weitergehe, würde ich gerne nochmal hier schauen. In loving memory. Okay, das Kreuz wurde wohl von den Okkultisten ordentlich zersemmelt. Und hier wurde ein Grab ausgehoben. Okay, auf jeden Fall gibt es hier ordentlich Muni. Das kann ich nur begrüßen. Okay. Ich glaube, da war was im Boden, wo man nicht reintreten sollte. Na, danke schön. Jetzt dürfen wir das Ganze nochmal machen. So, wo war man stehen geblieben? Das war hier. Okay, dann gehen wir nochmal den Weg zurück, würde ich sagen. Wir erkunden das nochmal. Ist ja jetzt nicht so ein ellenlanger Weg, ist ja kein Problem. Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir da nicht mehr reintreten dürfen. Okay, wir lassen uns nochmal fallen. Erstmal weg mit dem Fischen hier. Und wir sollten mal auftauchen, bevor wir abkacken. Das ist immer zu empfehlen bei Wasser. Das wusste schon Sonic. Okay, da war jemand, der auf uns geschossen hat. Genau, er. Oh, das ist gar nicht gut. Raus, Caleb, raus! Okay, holen wir uns erstmal das ganze Kimbo. Verdrehte Welt, der Fisch an Land, der Okkultist unter Wasser. Das Problem ist, sie können schwimmen und sind da genauso gefährlich wie über Wasser. Keine Ahnung, wo der Freund jetzt hin ist. Da hinten ist er. Okay. So, sind wir wieder hier. Warte mal, bis die Viecher abbrutzeln. Gut, das Spiel hier nochmal. Gasoline Flare. So, und hier steige ich jetzt nicht mehr rein. Ich wollte nämlich diesen Sack hier, das war nämlich, glaube ich, Energie, so ein Medicine Pouch. Aber das ist wohl ein übler, fieser, gemeiner Trick. Okay, dann folgen wir mal dem Wasserverlauf hier. Z
10.000 Fische da unten. Boah, an so einem Fischmonster. Erstmal quicksaven. Ihr habt es vielleicht gesehen, da war so ein... Boah. Start, meine Freunde. Was ich sagen wollte, ihr habt vielleicht gesehen, da war so ein Fischmonster, das wir schon mal gekämpft haben. Und das ist ganz schön ins Wasser abgehauen. Also ich habe jetzt nicht so den Drang, dem zu folgen. Ne? Okay, hier sind wir noch vorstehen geblieben beim Quicksave. Dann schauen wir uns hier jetzt mal weiter um. Ich nehme an, hier ist Sackgasse. Jawohl, hier gibt es nichts aufzumachen. Dafür gibt es Energie, das ist schön. Ich habe so das Gefühl, wir müssen in den Brunnen steigen. Wir können noch mal kurz zu unseren Fischis schauen. Wow. War eine gute Idee, weil da gibt es ein Medkit. So. Dann schauen wir mal erstmal hier oben rauf. Ne? Da braucht man einen Key wieder mal. Och, diese blöden Keys. Na gut, dann würde ich sagen, Geronimo ab in den Brunnen. Ich habe so das Gefühl, wir müssen hier ein bisschen schneller machen. Sonst saufen wir ab. Okay. Armor. Also vom Level-Design auch wieder sehr cool hier. Und ich glaube, ich habe ein Secret gesehen. Hinter dem Wasserfall eine Unsichtbarkeit. Ach Leute, ich bin einfach zu dumm für Dynamit. Ich gebe es ja ganz ehrlich zu. So, jetzt hat's geklappt. Zum Glück lagen hier spendabel viele Herzen. Okay, das ist der Raum hier. Dann schnell raus, solange wir Unsichtbarkeit haben und folgen dem Flussverlauf. Da ist der Key. Das ist schon mal gut. So, Jungs. Den einen hat's zersammelt. Das sind ganz klar seine Überreste. Der andere fliegt noch. Und zwar wie vom wilden Affen gebissen. Hihi. So, bitte einen Schlüssel. Ich will hier endlich raus aus dem Level, sonst drehe ich durch. So. Komm mal hier irgendwie rüber, bestimmt. Oder wir folgen dem Wasserverlauf einfach wieder. Okay, machen wir das mal. Nach einem Quicksave. Oh nein, ich habe so das Gefühl, dass hier wieder Spinnen kommen werden. Wie ich das nur wieder geahnt habe. Diese kleinen Wuselviecher, grauenhaft. Ah, guck mal an. Was haben wir hier denn Schönes? Hm. Okay. Ich glaube, wir holen die Konstruktion nochmal nach unten und fahren mal mit. Sehr interessant. Das ist ein ziemlich großes Level. Bis auf die Tatsache, dass ich mich wieder streckenweise wie der letzte Depp anstelle, ist es ganz witzig.
Na, hallo. Sind wir im Zoo gelandet und holen uns unsere Energie? Ich glaube, dann springen wir einfach nochmal ins Wasser und lassen uns treiben. Dann sind wir nämlich wieder hier. Genau. Also. Schön Quicksave. Okay, hier waren wir auch schon. Jetzt kommen wir wieder darunter. Schön, wie sich alles hier ergänzt. Also die Level haben eine sehr schöne Continuity. Flüssiger Spiellauf ohne Backtracking. Das ist immer sehr gut bei einem 3D-Spiel. Selbst bei den Secrets. Okay, bimmeln wir mal die Glocke. Die Musik wird laut und bösartig. Ich bimmel einfach nochmal. Ah, okay, nein! Diese verfitzmaledeiten Höllenhunde. Da müssen wir echt aufpassen, weil die zünden einen an und Caleb brennt leider wie Zunder. So. Haben wir fast schon wieder keine Shotgun-Muni mehr. Und keine Tommy-Gun-Muni mehr. Aber zum Glück haben wir den Ausgang jetzt erreicht. Da drüben scheint es auf das Donaudampfschifffahrtsschiff zu gehen mit 3F oder auch mehr. Also. War ein harter Brocken das Level. Wir sehen uns beim Steamboat. Okay, bis gleich wieder. Ciao, ciao.